Pusteblume. Mein Hund Willi träumt vom Saufen und die Zunge hängt ihm raus. Ruf ich ihn, will er nicht laufen, nein, er liegt nur faul vorm Haus. Ich bin ihm ganz einerlei, da da dam dam dam. Hunde haben, Hunde haben, Hunde haben Hitze frei. Und was ist mit den Kindern? Eine Kuh soll fleißig fressen, Gras und ab und zu ein Kraut. Doch wenn's heiß ist, schmeckt kein Essen, sie liegt nur im Gras und kaut. Und sie schläft fast ein dabei, da da dum dum da. Kühe haben, Kühe haben, Kühe haben Hitze frei. Und was ist mit den Kindern? Auch das Huhn steht in der Sonne, wie an einem Badestrand. Kann nicht schwimmen, doch mit Wonne wälzt es sich im heißen Sand. Heute legt's bestimmt kein Ei, da da dum dum da. Hühner haben, Hühner haben, Hühner haben Hitze frei. Und was ist denn nun mit den Kindern? Fink und Star und auch der Amsel ist die Hitze gar nicht lieb. Heute halten sie den Schnabel und ich höre keinen Piep. Nicht die kleinste Melodie, da da dam dam da. Vögel haben, Vögel haben, Vögel haben Hitze frei. Also wirklich, was ist denn nun mit den Kindern? Nun 20 Grad ist sicher, da macht auch die Schule Pause. Los, ihr Kinder, nehmt die Bücher, auf zum Baden, geht nach Hause, denn wer schwitzt, lernt nichts dabei. Da, 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 da. Kinder haben, Kinder haben, Kinder haben Hitze frei. Na bitte, was machst du denn jetzt? Ich hab einen Riesenein. Was willst du jetzt machen? Auf das Garten. Und was macht ihr? Na, zum Denken ist es auf jeden Fall zu heiß. Die Kinder können jetzt faulenzen. Die Idee mit dem Garten, die finde ich eigentlich prima. Ich gehe jetzt auch faulenzen. Kommt ihr mit? Na, heute bin ich auch froh, dass ich so schöne hohe Bäume hier habe. Da kommt die Sonne nicht durch und es gibt einen herrlichen Schatten. Kühl ist es hier. Jetzt fühle ich mich schon wohler. Ja, das hier, das ist mein Schattensitz. Hier kann man es doch aushalten. Ne? Es ist wie ein Wohnzimmer im Grünen. Ah, und da drüben, da habe ich was gebaut. Das muss ich euch zeigen. Ist noch nicht ganz fertig, aber immerhin, hier, das ist sie. Meine Sonnenwindmaschine oder Windsonnenmaschine, je nachdem. Guckt es euch mal an. Ja, das ist ein Klogriff. Jetzt werdet ihr fragen, was soll denn der hier auf der Wiese? Aber Moment, das hier ist ein elektrisches Messinstrument. Hier habe ich einen Motor angebaut. Und das hier ist ein Ventilatorflügelrad. Das habe ich alles auf dem Schrott gefunden. Nur nicht den Regenschirm da oben. Das ist mein eigener. Aber heute regnet es nicht, ich brauche ihn nicht. Und da habe ich ihn hier mit dran gebaut. Tja, und wozu die Maschine gut ist? Ganz einfach. Hier vorne ist ein Ventilator. Der macht kühle Luft. Und immer, wenn mir zu heiß ist, stelle ich mich einfach davor. So. Naja, jetzt läuft er ja noch nicht. Der muss ja erst angetrieben werden vom Motor hier. Und das hier ist ein Elektromotor, der treibt den Ventilatorflügel. Ja. Nun weiß ja jeder, ein Elektromotor braucht Strom. Logisch. Aber seht ihr hier irgendwo Strippen oder Kabel oder Steckdosen? Nee. Brauche ich auch gar nicht.
Ich habe was viel Besseres. Das will ich jetzt mal holen. Unter dieser komischen Käseglocke hier sind ein paar ganz eigenartige Scheibchen. Guckt sie euch mal an. Das sind Sonnenzellen, Solarzellen. Und diese Scheibchen können nun etwas ganz Besonderes. Wenn da nämlich Sonne drauf fällt, machen die Strom. Die machen aus Sonnenlicht Strom. So, dann wollen wir diese fabelhaften Zellen mal montieren. Und zwar hier oben. So. Ja, sehr schön. Jetzt das Kabel anklemmen. Einmal und zweimal. So, jetzt fällt das Sonnenlicht oben rein. Unten kommt der Strom raus und der läuft dann hier über das Kabel in den Motor und der Motor dreht sich. Das heißt, der kann sich ja noch nicht drehen. Ich muss ihn ja erstmal einschalten. Und das hier ist mein Einschalter. Achtung, fertig, los. Es funktioniert. Ist doch fabelhaft, was so ein Schirm alles kann, nicht? Das ist mein Ein- und Ausschalter. Schirm weg. Jetzt fällt die Sonne oben drauf und der Ventilator dreht sich. Jetzt wird der Schirm die Sonne abdecken. Kein Strom mehr. Ventilator bleibt stehen. Ja, na nun ist es doch eigentlich ganz klar, wer mir den Ventilator treibt hier. Hm? Ja, die Sonne. Ja. Deshalb heißt sie auch Sonnenmaschine. Die Sonne, die hat so viel Kraft, die könnte also Millionen solcher Maschinen treiben und noch viel größere. Und diese Kraft, die sollte man doch benutzen. Ne? Und einige tun das auch schon. Alle Häuser haben eine Heizung. Für die Wärme im Winter und für warmes Wasser. Und diese Heizungen brauchen Öl, Kohle oder Gas, damit es warm wird. Dieses Haus hier aber hat etwas ganz Besonderes. Da oben auf dem Dach. Seht ihr es? Das ist kein Fenster, sondern ein Sonnenkollektor. Ja, hier wohnt einer, der sich gedacht hat, die Sonne scheint sowieso aufs Dach, das nutze ich aus. Ich lasse die Sonnenstrahlen auf diese Scheiben fallen. Hinter den Scheiben ist Wasser. Und dieses Wasser wird von der Sonne ganz umsonst warm gemacht. Hier kommt's dann raus. In der Küche und im Badezimmer. Schönes, heißes Wasser vom Dach, das nichts extra kostet, denn die Sonne wärmt umsonst. Auch wenn die Sonne schon untergegangen ist, können die beiden hier noch baden. Das Wasser bleibt warm bis morgen früh. Und dann heizt die Sonne ja wieder. Die Sonne heizt ja auch unsere Flüsse und unsere Seen, sodass man sich im Wasser wohlfühlen kann. Und hier, mein Badewasser, hat sie ja auch aufgeheizt. Na, dann kann sie doch auch das Wasser heizen, was im Badezimmer aus dem Hahn kommt, nicht? Aber warum kann sie das eigentlich? Ja, weil ich habe da gerade was gelesen. Die Sonne ist ja ein riesiger Feuerball. Hier auf dem Bild kann man das deutlich sehen. In der Mitte, hier, ist es entsetzlich heiß. Und am Rand sieht man Feuer. Richtige Flammen schießen hier oben raus. Ein Feuerball. Und natürlich so hell, dass man da mit bloßem Auge nicht reingucken kann. Das kann man aber mit einem dunklen Glas. Ich habe hier so eins. Na, gucken wir mal rein. Ja, was sehe ich? Eine helle, runde Scheibe. Die lodernden Flammen kann man so allerdings nicht sehen. Aber das ist gut so. Sonst würde man womöglich Angst bekommen vor diesem riesigen Ofen da oben. Na, bloß gut, dass die Sonne so weit weg ist. Denn immerhin ist es da oben ein paar Millionen Grad heiß. Aber auf dem Weg hier runter geht die meiste Hitze verloren. Und deshalb haben wir heute hier unten im Schatten nur 27 Grad. Aber das langt ja für hitzefrei. Ah! Jetzt habe ich mir fast ein Loch in die Hose gebrannt. Man sagt ja auch Brennglas. Und wie funktioniert's? Na, ganz einfach. Hier oben fallen die Sonnenstrahlen rein und unten kommen sie wieder raus. Hier sieht man es ganz deutlich an dem hellen Fleck auf meiner Hand. Und wenn ich jetzt das Brennglas ein bisschen bewege, ich ziehe es mal etwas weiter weg, dann wird dieser helle Fleck kleiner.
Ja, und das heißt doch, dass alle Sonnenstrahlen, die oben reinfallen, sich jetzt da unten furchtbar drängeln müssen. Und jetzt ziehe ich es noch ein bisschen weiter weg. Sie drängeln immer mehr, der kleine Fleck wird immer kleiner und immer heißer natürlich. Immer heißer, immer heißer. Ah, jetzt habe ich mich verbrannt. Ja, aber eigentlich könnte man ja auch was Vernünftiges damit anfangen. Ich habe da vorhin ein bisschen Holz vorbereitet zum Grillen. Da könnte ich doch mal sehen, ob ich das nicht vielleicht mit dem Brennglas anzünden kann. Wollen noch mal sehen. Müsste doch funktionieren. Na, ja, da qualmt schon. Ja, es klappt. Ich habe mit der Sonne meinen Grill angezündet. Ja, gut. Jetzt bin ich aber auch ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ach, ist mir heiß. Na, ich bin ja vielleicht ein Dussel. Dass mir das passieren konnte. Ich sitze hier und schwitze und dabei habe ich einen schwarzen Hut auf. Ja, das liegt am schwarzen Hut. Glaubt ihr nicht? Passt mal auf, ich zeige euch was. Zwei gleiche Hüte. Normalerweise trage ich den hier, den weißen. Und jetzt zeige ich euch mal, warum. Zwei Hüte, ein heller und ein dunkler. Dann ein Thermometer und noch ein Thermometer. Die haben jetzt beide genau 27 Grad. Ja, so, jetzt unter den Hut damit. Einmal, zweimal. Schön, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, wir müssen warten. Da könnte ich mir doch einen kühlen Schluck genehmigen. Ja, mein Feuer ist ja schon soweit. Da werde ich erst mal die Würstchen drauflegen. So. So, sehr schön. Und jetzt die Flasche. Eine schöne, kühle Limonade. Ja. Ah, fabelhaft. Schön kühl. Aber nicht zu kalt. Jetzt werdet ihr euch sicher wundern, wieso denn meine Limonade so schön kühl geblieben ist, obwohl sie hier die ganze Zeit mitten in der Sonne gestanden hat. Ganz einfach. Das liegt an diesem nassen Lappen hier. Und warum? Ich erkläre es euch. Da könnt ihr selber auch mal mitmachen. Passt mal auf. Blast mal über eure Hand. So. Na, ist ein bisschen kühl, ne? Aber jetzt leckt mal drüber, so richtig kräftig. Und jetzt nochmal blasen. Richtig kalt. Wirklich kalt. Und woran liegt das? Die Spucke auf meiner Hand, die trocknet jetzt ein bisschen, wenn ich drüber blase, so. Die trocknet und verdunstet. Und immer wenn was verdunstet, wird es kalt. Und dasselbe passiert hier in meinem Lappen. Das Wasser in dem Lappen verdunstet und die Flasche darunter mit der Limonade wird kalt. Tja, so einfach ist es. Himmel, meine Würstchen, die müssen doch jetzt so weit sein. Na, wie sieht's denn aus? Ja, so. Wie schmecken sie denn? Die können noch ein bisschen. Da schaue ich erst mal nach meinen Hüten. Na, jetzt bin ich mal gespannt. So. Aha! Ich hab's doch gewusst. Es hat doch am dunklen Hut gelegen. Denn unterm hellen Hut, da haben wir über 30 Grad. Und unterm dunklen Hut über 50 Grad. Da stößt es fast oben an. Ja, woran liegt das aber? Ist ganz einfach. Alles Helle wirft die Sonnenstrahlen wieder zurück. Und alles Dunkle hält die Sonnenstrahlen fest. Und dann ist es natürlich unter so einem dunklen Hut viel, viel wärmer als unter dem hellen. Und das kann man ganz leicht selber ausprobieren, wenn man mal an Autos vorbeigeht. Und dann fasst mal mit der Hand auf die Autodächer, wenn die Sonne scheint. Aber verbrennt euch nicht die Hand am dunklen Autodach. Ist ganz schön heiß. Ja, deshalb werde ich jetzt auch meinen hellen Hut aufsetzen. Das ist immer besser im Sommer. So. Ach, badet der da? Dem ist wohl auch zu heiß. Aber Moment, das kann gar nicht sein. Die Vögel hier waschen sich nur. Die Hitze macht denen doch gar nichts aus. Denn die haben ja Federn. Und unter den Federn ist es immer gleich warm. Der Hund muss sich da was anderes einfallen lassen. Ja. Der lässt die Zunge raushängen.
Die ist feucht, die Feuchtigkeit verdunstet und das gibt Kälte. Wie vorhin bei meiner Limonadenflasche. Übrigens, wenn wir schwitzen, machen wir auch nichts anderes. Wir werden ein bisschen nass, das verdunstet und, na, ihr wisst schon. Wildschweine können nicht schwitzen und auch nicht die Zunge raushängen lassen. Die machen es wieder anders. Sie nehmen ein Schlammbad. Das gibt einen schönen, feuchten Schlammwickel, der verdunstet und kühlt. Bloß muss man hinterher die trockene Kruste wieder abschubbern. Aber das tut auch gut. Und wenn es dann wieder zu warm wird, nochmal rein in den Schlamm. Also ich finde, das macht viel mehr Spaß, als nur zu schwitzen. An einem so heißen Tag wie heute sind die Tiere meist genauso müde und schlapp wie wir auch. Die bewegen sich nur, wenn sie Hunger haben oder wenn sie in Gefahr sind. Dem Fuchs hängt auch die Zunge raus. Und der Storch sucht ganz offensichtlich etwas zu essen. Ja, das wäre was für ihn. Eine Blindschleiche. Oder die Eidechse hier. Pass auf. Den Insekten macht die Hitze nichts aus. Die Biene ist jetzt natürlich am fleißigsten. Und alles summt und brummt. Ein richtiges schönes Sommerkonzert ist das. Nur nehmen nicht alle daran teil. Käfer und Schmetterlinge sind still und haben was anderes zu tun. Die suchen Nahrung. Der Mistkäfer auch. Der hört lieber zu. Aber das hier, das ist der Vorsänger. Die Grille. Das heißt, nur die Männchen zirpen den ganzen Tag. Für wen? Für die Weibchen. Heute ist noch jemand sehr fleißig, denn hier im Kornfeld ist das Getreide reif und da gibt's eine Menge Arbeit für den Bauern. Er muss ernten und das möglichst schnell, denn wer weiß, ob sich das Wetter hält. Da kommt er mit dem leeren Wagen und wird gleich umsteigen auf den Mähdrescher. Ja, auf dieses Ungetüm hier. Er sitzt ganz alleine oben drauf und lenkt. Den Rest macht die Maschine. Vorne mäht sie das Getreide, also sie schneidet es ab. Und hinten spuckt sie das Stroh aus. Die leeren Ähren und die Halme. Aus dem langen Rohr kommt dann das Korn und wird abtransportiert. Übrigens, fällt euch da was auf? Der Traktor und die Wagen wackeln so. Das Bild flimmert, ne? Das macht die heiße Luft über dem Kornfeld. Ist ja. Ich hab doch so aufgepasst. Hab alles mit Steinen ausgelegt. Naja, wenn es so heiß ist, dann ist das Gras trocken. Dann genügt ein Funke und schon brennt alles. So. Ja, hier war vielleicht auch nur ein Funke schuld. Ein Zigarettenstummel oder ein kleiner Würstchengrill. Und jetzt brennt der ganze Wald. Da verbrennt nicht nur eine Menge Holz, auch die Menschen sind in Gefahr. Und die Tiere natürlich, die im Wald leben. Viele werden sich aus diesen Flammen nicht mehr retten können. Da muss gelöscht werden. Aber wie? Feuerwehr, natürlich. Aber auch viele Feuerwehrwagen werden es sehr schwer haben, gegen diesen Brand anzukommen. Die Löschaktion muss besprochen werden. Und Hubschrauber müssen helfen, denn die können von oben löschen. Das hier ist ein Wassersack. Der wird am Hubschrauber befestigt und hochgezogen. Über dem brennenden Wald wird dann damit gelöscht. Da
wo die Feuerwehr nicht hinkommt. Es kann wochenlang dauern, bis so ein Riesenfeuer gelöscht ist. Man braucht viel Wasser dazu. Und Wasser ist knapp im Sommer. Also denkt dran, seid vorsichtig mit Feuer. So, jetzt müsste es eigentlich aus sein. Ja, jetzt kann nichts mehr passieren. Da könnte ich eigentlich ein kleines Nickerchen machen. Ja. So eine Hängematte, das ist was Feines. Man hängt mitten in der frischen Luft. Hoppla. Und es schaukelt so schön. Der Wetterbericht im Fernsehen und im Radio hatte eine große Hitzewelle angekündigt. Auch die Tageszeitungen waren voll davon. Und die Leute auf der Straße redeten von nichts anderem mehr. Wie überall im Lande bereiteten sich auch die Einwohner von Groß-Kletzenbach auf die große Hitzewelle vor. Die Brauereien und Limonadefabriken arbeiteten Tag und Nacht. Das kleine Kaufhaus in der Stadt bestellte sofort einen Güterzug mit Tropenhelmen, Badehosen und Fächern. Man würde diese bei der großen Hitze notwendig brauchen. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr ermahnte seine Feuerwehrleute zu besonderer Wachsamkeit. Der Stadtrat beriet hinter verschlossenen Türen, was denn im Falle einer Hitzekatastrophe im Einzelnen zu unternehmen sei. Und der Direktor der Schule, in seiner Freizeit ein tüchtiger Amateur-Höhlenforscher, schlug vor, dass man die Bevölkerung von Groß-Kletzenbach in die Tropfsteinhöhlen vor der Stadt evakuieren solle, denn dort, so sagte er, sei es schön kühl und feucht. Obertimpe, der, wie er immer sagte, in jungen Jahren einmal in Afrika gewesen war, glaubte deshalb von der Hitze besonders viel zu verstehen. Er erzählte jedem, der es wissen wollte oder nicht, dass Schwarztee mit Zitrone das beste Getränk sei, das man bei Hitze zu sich nehmen könne. Wie ihr seht, waren die Groß-Kletzenbacher durchaus bereit, den Kampf mit der Hitze aufzunehmen, mit allen Mitteln, sogar mit Schwarztee und Zitronen. Einige versprachen sich sogar ein Geschäft von der großen Hitzewelle. Und einer von ihnen war Norbert Nimm. Norbert Nimm war reich. Aber er wollte noch reicher werden. Er erschien eines Abends bei Emilio Gelatti, dem Besitzer der Eisdiele in Groß-Kletzenbach. Emilio, sagte er, ich brauche Eis. 1500 Tonnen Eis, 500 Tonnen Schokoladeneis, 500 Tonnen Vanilleeis und je 250 Tonnen Erdbeer und Zitrone. Emilio lachte, weil er glaubte, dass Norbert Nimm einen Witz machen würde und fragte ihn, ob er denn eine Schüssel bei sich habe. Norbert aber war gar nicht zum Scherzen zumute und er wurde furchtbar grob und drohte Emilio mit der Kündigung. Unglücklicherweise gehörte ihm auch das Haus, in dem Emilio seine Eisdiele hatte. Und so arbeitete Emilio Tag und Nacht und machte Eis, das beste Eis der Stadt, 1500 Tonnen. Große Lastwagen fuhren das Eis zum Kühlhaus der landwirtschaftlichen Genossenschaft, das Norbert Nimm für sich allein gemietet hatte. Dort wollte er das Eis lagern, um es dann während der großen Hitze ganz schrecklich teuer an die Groß-Kletzenbacher verkaufen zu können. Endlich war das Kühlhaus voll, bis an die Decke voll mit Speiseeis, dem besten von Groß-Kletzenbach. Norbert Nimm verschloss die Tür, band sich den Schlüssel um den Hals und setzte sich vor dem Kühlhaus auf einen bequemen Campingsessel, denn er wolle seinem Schatz möglichst nahe sein und ihn bewachen. Dick und zufrieden saß er da und träumte von seinem Gewinn und bemerkte gar nicht, dass durch die Tür des Kühlhauses ein kleiner milchiger Bach rann, der nach Vanille und Schokolade und Erdbeer und Zitrone roch. Das kostbare Eis begann zu schmelzen. Was war geschehen? Nun ganz einfach, der Strom war ausgefallen und die Kühlung funktionierte nicht mehr. Eine Katastrophe! Norbert Nimm war wach geworden und versuchte verzweifelt, das davonfließende Eis aufzufangen. Vergeblich. Der Bach wurde immer größer. Und dann mit einem Riesenknall sprang die Tür des Kühlhauses auf und 1500 Tonnen bestes Speiseeis quollen und flossen durch die Straßen von Groß-Kletzenbach. Und oben auf dem Eis wie ein Schwimmer auf einer Woge.
Eisstrom nahm seinen Weg durch Groß-Kletzenbach. Der gesamte Verkehr war blockiert. Autos waren zusammengestoßen. Der Eisstrom stoppte alles und jeden. Die Feuerwehr hatte die Straßen gesäubert und alles war wieder so wie immer. Opa Timpe erzählte von Afrika. Emilio verkaufte sein Eis. Und Norbert Nin? Nun, der erhielt jeden Tag neue Rechnungen von der Polizei, der Versicherung, der Feuerwehr. Von der Rechnung über 1500 Tonnen Eis ganz zu schweigen. Was für ein komischer Traum. Ach, all das schöne Eis einfach weggeschmolzen. Und warum? Bloß weil denen der Strom weggeblieben ist. Wenn die meine Maschine gehabt hätten, meine Sonnenmaschine, dann wäre das denen nicht passiert. Denn meine Maschine macht ja aus Sonne Strom. Und sie macht kühle Luft. Hey, das wäre überhaupt das Richtige für mich. Ja. Wisst ihr noch, wie sie funktioniert? Schirm weg. So. Jetzt fällt Sonne oben drauf. Unten kommt Strom raus und läuft in den Motor. Und der Motor dreht sich und der bewegt den Ventilator. So, jetzt werde ich hier eine ganze Weile davor stehen bleiben. Ihr könnt getrost schon mal abschalten, denn die Sendung ist zu Ende. Heute kommt nichts mehr. Tschüss. Abschalten. Pusteblume.